Oh, wann machst du wieder ein Video? Es gab schon den ganzen Tag keins. Also, heute auf gar keinen Fall mehr, sorry. Seth, hast du eigentlich vor, deine Farbe rauswachsen zu lassen? Da bist du blöd! Ich lasse definitiv rauswachsen. Aber vermutlich geht die Farbe nicht so schnell ab. Kleiner Scherz am Rande. Kannst du mich mal grüßen? Klar. War ein Witz. So Leute, Haare wieder top in Form. Also gehe ich davon aus, dass ich jetzt wieder offiziell als cool gelte und auch entsprechend abonniert werden kann. Auf keinen Fall! Da mir allerdings bewusst ist, dass ihr mit so viel Coolness auf einmal überhaupt gar nicht umgehen könnt, sollten wir das auf jeden Fall an der Stelle ein bisschen filtern. Seth, spiel mal wieder. Lalalalalala. Sorry, hab dich nicht verstanden. Herzlich willkommen zurück zu Horror Game Süß-Sauer. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, hier mit mir ein wenig abzuhängen. Der Ahoy, das war auch ein Süßer, weißt du, der hatte so viel Angst vor einem Monster gehabt, dass er sich selbst aufhängt, bevor es ihn kriegt. Es ist bestimmt auch so ein Typ, der sich vor jeder Party schon mal selber besäuft, weil es ihm irgendwie unangenehm ist, dort ein Getränk angeboten zu bekommen. Aber so herzergreifend und traurig dieses tragische Schicksal auch sein mag, es herrscht offensichtlich etwas Aufmerksamkeitsdefizit in der Telefonleitung. Schönen guten Tag, beeilen Sie sich bitte, ich muss gleich ein Video aufnehmen. Na, keine Sorge. Ich bin das gewohnt. Oh. Meine Güte, sind die alle hilfsbereit. Oh Mann. Immer diese Dramatik. Vielleicht hat das irgendetwas mit der Secret Door zu tun. Ich muss irgendwo eine geheime Tür finden, ja? Mensch, das ist ja wirklich was ganz was Neues. Irgendwas fehlt da. Okay, muss ich wieder irgendwelche kleinen Steinchen zusammensuchen oder sowas in der Art? Na, scheinbar nicht. Hab mich wohl getäuscht. Tja, ich dachte, das Spiel ist berechenbar, aber da habe ich mich geirrt. Die Überraschung, die hat mich auf einen ganz falschen Fuß erwischt, Leute. Ich kann es gar nicht fassen. So, Nummer 1 von 3. Okay, dann machen wir mal weiter. Aber hier eigentlich noch irgendwas Sinnvolles oder Wichtiges oder zumindest Interessantes? Ich soll 2 Stäbchen auswählen, um ihre Positionen zu tauschen. Okay, und wozu mache ich das? Bin ich jetzt hier der Hausmeister oder was? Oder haben wir Bastelunterricht? Eine alte Notiz. Ich muss die ausgleichen, ne? Vom Höhe her. Okay, alles klar. Dann muss ich jetzt also, wenn ich das recht bedenke, ein langes und ein kurzes auswählen. Falls halt die Steckplätze unterschiedlich hoch sind. Keine Ahnung, Leute, fragt mich nicht. Ich kenne mich nur mit langen Dingen aus. Kurze verunsichern mich. Das vielleicht? Ich weiß halt nicht, was die Höhe sein soll. Vermutlich diese 3 hier. Die habe ich auf jeden Fall schon in Form gebracht. Wie mein Haupthaar. Meine Güte, das hat ewig gedauert. Du denkst, das Geheimnis ist einfach, die langen mit den kurzen auszutauschen. Aber so easy ist es nicht, weil du erstmal rausfinden willst, auf welche Höhe du die bringen musst. Das ist irgendwie nicht so eindeutig. Okay, habe ich jetzt was? Oh, dankeschön. Vielleicht finde ich ja noch ein paar. Kann ich meiner 3-jährigen Cousine eine Halskette basteln? Ach, jetzt ist der Schlüssel auf einmal cool und nützlich und wichtig. Okay, verstehe. Du bist eher so ein Typ, der nochmal eine Runde drüber nachdenkt, ob er sich mit so etwas Schwerem tatsächlich belasten möchte. I see. Ja, wenn du vor verschlossener Türe stehst, hilft dir das wahrscheinlich bei deiner Überlegung, nicht wahr? Was ist denn hier los? Baustrahler, Alter. Ist verrostet und klemmt. Alles klar. Dann werde ich ihn wohl da stehen lassen und nicht mit mir rumschleppen, sondern lieber eher dann die Schlüssel einsacken, oder? Falls das jetzt irgendwie die Konsequenz ist aus diesem Gedanken. Was für ein langer Flur. Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber ich denke nie Böses, Leute. Genauso wie ich immer in jedem Video FNAF spiele, nicht wahr? Was haben wir hier? Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Schloss, was ich da angebracht hätte. Eines meiner Rätsel. Nein, dann wäre die Lösung 1, 2, 3, 4. Ihr habt auf jeden Fall recht. Okay, was muss ich denn tun? Ach, muss ich die Masken zählen? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blaue, 5 rote, 3 gelbe, 2 weiße. Also, ich glaube, das waren 6, oder? Dann die weißen waren 2. Dann die 5 und diese hier. Ich weiß nicht mehr. Ich rate jetzt einfach.
Mann, ich bin ein Zeitverschwender. Ich könnte auch einfach gucken. Okay, es waren drei weitere. Awkward. Ich habe keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich ist er gerade einfach aus der Schließvorrichtung geflutscht. Kann ja mal passieren. Aber ich würde mir wünschen, wir hätten das Ganze vorher abgesprochen, Schätzchen. Was? Bitte was? Bist du irgendwie ein bisschen blöd? Oder bist du blöd? Oh Mann, Alter. Du bist nicht gerade eine Zierde deiner Zunft, also. Ich meine, bis auf die Beine ist das Vieh echt eine Täuschung gewesen bis jetzt, Alter. Alles klar. Nimm dich in Acht vor meinem rostigen, verklemmten Baustrahler. Was ist das denn überhaupt für ein Raum? Hat dich die Supernanny hier eingeschlossen oder warst du wieder frech? Hast du wieder schlimme Wörter in den Mund genommen? Na, das sieht dir aber ähnlich, du. Warum chillen die hier, was? Okay, hier haben wir das letzte Steinchen. Und ein Schraubenzieher. Könnte auch ganz nützlich sein. Vielleicht noch eine kurze Verkleidung, ich meine, wenn ich einmal hier bin. Oder ein Freund oder die Möglichkeit zu einer Wiedergeburt. Weiß ich ja nicht. Man kann ja alles mal mitnehmen. Okay, gut. Zumindest Schraubenzieher und Jadestein nehme ich jetzt mal mit. Das sollte mir irgendwie diesen Geheimgang öffnen oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Oder mal schauen. Kommen wir jetzt raus. Ach, hier. Stimmt. Ha! Der lange Flur. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Da komme ich jetzt auch jetzt erst drauf. Ach so! Die Tür war ja verklemmt. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr mitbekommen. Hättest du die einfach geöffnet? Ich hätte nichts gesagt. Das wäre mir nicht aufgefallen. So, Moment mal. Oh, cool. Der Geheimraum. Nee, ich wurde schon von dem da oben bedient. Danke sehr. Braucht keine Erlösung mehr. Was ist aber jetzt hier Interessantes? Ein Vogelkäfig. Jetzt brauche ich nur noch einen Vogel. Mist. Einmal wieder keine Vorbereitung. Achso, da ist was drin. Oh, eine coole Brille. Kann ich jetzt bei den Beatles singen oder was? Reicht als Antwort. Nee, nee, müsst es gar nicht weiter ausführen. Ich führe jetzt mich mal selber aus. Und zwar hier hinaus aus diesem Lokal. Das ist schon cool. Das war super random, aber cool. Ach, verdammt. Mann! Der Donut hätte es nicht sein sollen, nicht wahr? Ich wusste es! Ich wusste, hier geht's irgendwie rein. Hätte ich mal mit Likes gewettet. Hätte da jetzt das Video liken müssen. Aber nee, bin ich weiter drauf eingegangen. Mist, das habe ich nun davon. Ach. Sie sind gerade beschäftigt. Ich gehe da mal wieder. Ist das dieses Monster? Ist das die gesungen hat? Alter Schwede, ich habe auch mächtige Risse in der Optik. Wow. Sangung Hei. Das nenne ich mal eine Errungenschaft. Oh nee. Das ist mir viel zu groß. Das ist mir viel zu unübersichtlich. Darf das bitte nicht das sein, was ich ahne? Ich will es mal noch nicht sagen. Hallo? Was ist denn mit mir und meinen Hüften? Wir sind überall Fat-Shames. Something is missing. Ja, meine Fähigkeit, da durchzukommen. Das muss ich auf... Ach, okay. Ja. Spontane Magersucht. In Ordnung. Ja, was aber hier? G2. Eine Freikarte. G2. Was heißt das denn? Was haben wir hier? Irgendwas fehlt. Alles klar. Nee, war ein Spaß. Das ist überhaupt nichts klar. Aber okay. Vielleicht hier hinter den Sitzen? Oh, eine Freikarte. Warte mal, was war das? G2. Ist das nicht eine 2 gewesen? Ach komm, ich suche jetzt jeden Stuhl hier ab. Das ist zu blöd, ich gehe da jetzt nicht nochmal hin. Oder habe ich das in meinem Inventar? Zufälligerweise. Nee, natürlich nicht, aber die komische die Fortune Teller's Glas ist in Ordnung. Kann ich damit dann die Halskette dran knüpfen? Ach, 21. Ach, meine Güte, ich habe das als Klammer gesehen. Ja, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Hört auf, bitte zu diskutieren. Moment. Ach, hier liegt was. Wäre ich mal hier weitergegangen? Das war meine erste Option. Mann, Bagua-Symbol. Okay, nehme ich halt das auch mit. Oh, du schwere Halskette, Mensch. Da muss meine kleine Nichte aber noch eine Butterschnitte mehr essen, nicht wahr? So, was macht es jetzt? Oh, Mann. Die Drogen schallern schon wieder voll rein. Und ich habe einen Savepoint und ich bin in einer riesigen Halle. Nein, Bosskampf, wo denkt ihr denn hin? Cowboy, Cowboy!
Mein Sauer! Kathy! Nein, renn doch nicht weg! Mein Chili-Flöckchen! Ich hab dir einen Premium-Platz besorgt! Der war teuer! Oh Mann! Lol. Gordon, warst du's? Was zum Teufel ist hier los? Irgendwer hat aufgeräumt. Oh nein. Wir haben jetzt den Bosskampf, oder? Können wir sie fertig machen? Wir wissen. Baulampen sind ihre Schwäche. Ach, das fällt dir jetzt erst auf? Mensch, du kriegst es aber auch schnell mit. Mit dir möchte ich in den Bosskampf ziehen. Hier sind Baustrader. Oh yes, Baby. Alles klar. Muss ich ihr die auch gegen die Ömme werfen? Oder reicht es, wenn ich sie anleuchte? Vielleicht hat sie ja dann die Nase voll irgendwann. Okay, keine Ahnung. Kommt mich jetzt irgendwer besuchen, oder? Weiß nicht, warum ist der Saal leer? Gibt's gleich einen Auftritt von Seth? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, was? Oh, was tue ich? She's coming! Unterbrich mich nicht bei meinem, unterbrich mich jedenfalls nicht. Oh Gott, sie ist da! Oh, wo ist sie denn? Direkt neben mir. Ah! Das ist keine gute Ausgangslage. Also, Hater würden sagen, ich habe das jetzt gerade nicht ganz verstanden. Aber wir scheißen auf die Meinung von Hatern, nicht wahr? Da muss ich mich vielleicht irgendwo anders hinstellen. Die kam von da. Hat das immer irgendwie feste Punkte? Oder spawnt sie prinzipiell direkt bei mir in der Nähe? Also, das wäre wirklich übel. Da müsste ich mal mit deinem Vorgesetzten reden, aber... Komm, droppt sie gleich? Bitte da hinten. Yes! Das macht überhaupt nichts! Ich hasse Baustrahler. Ich liebe Baustrahler. Baustrahler, yeah, yeah. Und jetzt? Ich lasse das Ding einfach seine Arbeit verrichten. Vollautomatische Geisterbekämpfung. Ich verstehe. Ach, ich schiebe da irgendwas auf oder so. Was zum Teufel tue ich hier? Ach, komm. Jetzt probieren wir es aber nochmal. Wir zwei Hübschen, nicht wahr? Mal gucken, was passiert. Das wird nichts. Das muss was werden. Ich kann hier nicht weg. Oh Gott, das reicht nicht. Das reicht nicht. Sie braucht eine Weile, bis sie sozusagen davon geblendet ist. Okay, alles klar. Ich probiere es nochmal und jetzt gehe ich nur dort in die Ecke. Je mehr ich aushalte, desto schneller schaffe ich das wahrscheinlich, dieses Ding da aufzuziehen. Desto weniger muss ich die bekämpfen, desto weniger Risiko habe ich zu sterben. Komm schon, Zuckerschneckchen. Wir haben noch einiges vor heute. Ich möchte mit dir jetzt fertig werden, bitte. Ja, danke sehr. Sie hat mich schon an meinem Ellenbogen gekitzelt. Oh, nö. Ich weiß nicht, was ich hier... Du fragst mich bitte nicht. Fragt einfach nicht. Wie jede Folge. Ist immer das gleiche Spiel. Ich glaube, das ist total random, wo sie droppt, oder? Ich gehe jetzt trotzdem mal hier hin. Das hat ja mehrfach funktioniert. Oh oh. Oh! Was ist sie unten? Oh, da ist sie. Okay, sehr gut. Du spielst richtig gut mit. Wir haben das gut abgesprochen hier. Ich habe sie ein bisschen bezahlt, dass ich nicht ganz so dusselig aussehe. Versteht schon. Der wundert sich halt auch überhaupt nichts, ne? Ich muss das 8-mal machen? 8 Runden? Ach, come on. Komm schon. Ja, komm, jetzt mach hier nicht einen auf Drama Queen. Komm jetzt runter und lass es dir ins Gesicht leuchten. Dann einmal A. Genau, fein. Feines Stündchen. Es ist einfach so dumm. Es ist halt so dumm. Ey, aber ich und die Baulampe, ey, wir sind echt so. Wisst ihr? Versteht ihr? Ich muss das ein bisschen beobachten, wo die hingeht. Geh mal wieder auf meinen Stammplatz. Na los, probier's nochmal. Das, was jetzt 5-mal nicht geklappt hat. Versuch's wieder. Sehr gut, wunderbar. Ein Premium-Exemplar bist du. Deine Eltern sind bestimmt sehr stolz auf dich. Bringst du deine Monsterkarriere voran. Man lernt sehr viel. Kannst du dir vielleicht irgendwann als Praktikum anrechnen lassen, ja. Zwar richtig schlecht abgeschnitten, aber immerhin, die Erfahrung war es wert. Okay, wo ist sie? Sie ist da oben. Sie geht hier hin. Wenn die auf einen reagieren würde, wäre das viel fetziger, oder? Wenn sie erst
einem eine bestimmte Zeit nachlaufen würde. Das würde das viel spannender machen. Aber so ist halt... halt irgendwie lame. Ach komm schon. Ich weiß, es ist entsetzlich. Ich bin auch immer furchtbar traurig, wenn das passiert. So, das ist die letzte Runde. Und es geschafft ist. Yes! Was auch immer. Aber ich freue mich. Oh mein Gott, das wollte ich eigentlich nicht. Aber okay. Wie das Feuer einfach mal gezielt die Mitte ausspart, dass ich noch ausschreiten kann. Das Feuer ist auch mein Kumpel. Wie die Baustrahler. Oh! Oh, ich. Oh. Das, ist das das Aufräumkommando oder beraten die sich jetzt, wie die mit der neuen Situation hier umgehen? Ja, also, mit meinem Heldentum war halt einfach nicht zu rechnen. Du liebes kleines Spinnentier, in dieser Stunde, da danke ich dir. Bist knackig groß gebacken. Ich gehe jetzt kacken. Wundervoll. Da muss ich mich wenigstens nicht mehr mit diversen Gesängen rumschlagen. Das war die nicht? Ach, hört auf. Jetzt geht's jetzt los, meint er? Ja, sagst du. Soll ich vielleicht den Baustrahler mitnehmen, oder komme ich so klar? Oh, ich krieg hier ein Privatkonzert. Experten würden sagen, das ist ein ziemlich langer Flur. Wait. Ich bin zurück im Office. Oh no, was? Ich bin so verwirrt. Oh Gott, was? Der Kaffeeautomat! Ich bin so dankbar! Wunderbar. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ein Automat, ah, danke. Möchtest du mir vielleicht irgendwie helfen, hier rauszukommen? Oder willst du bloß rumklug scheißen? Das hätte mir wirklich schlaflose Nächte verbracht, weil ich einfach nicht drauf gekommen wäre, was das sein soll. Aber zum Glück bist du da und hast mich aufgeklärt. Vielen lieben Dank. Okay, was wird das jetzt hier? Wo muss ich hin? Wo darf ich sein? Wer singt mir was vor? Oh nein. Genug jetzt. Was haben wir hier? Ich kann es nicht öffnen. Oh nein, du kannst es nicht öffnen. Du erkennst zwar einen Kaffeeautomaten, wenn du einen siehst, aber so eine mit Klopapier umwickelte Tür, da ist Schluss. Das ist Feierabend, Leute. Jetzt haben sie mich. Nee, ihr braucht jetzt auch nicht alle kommen. Warum sind die Geister eigentlich immer schon da? Die kennen alle die geheimen Wege. Ich renne immer irgendwelchen Frauen hinterher und die Geister wollen mir überall ein Bein stellen. Kann ich nicht mal irgendwo zuerst sein und erst durchkommen? Meine Güte, Alter. Ich meine, die Spinnen haben wir jetzt immerhin erledigt, weißt du? Also, vielleicht spielt es Corrupted ja auch mal, dann muss er sich damit nicht mehr rumschlagen. Den könnt ihr bitte dran erinnern, falls er hier vorbeikommt. Also, wir hätten auch große Tische im Angebot. Nee. Geben Sie mir mal 4 von den kleinen. Ja? Gehst du mal aus dem Weg? Dankeschön. Oh, no. Oh. Verdammt. Hätte ich mal das Fenster zugemacht. Es war äußerst windig. Es tut mir leid. Meine Play-Buttons! Nö. Ey, das sieht halt wirklich so aus, ne? Ey, das ist auch, glaube ich, eine kleine Referenz. Das ist ein Easter Egg dazu. Mit dem roten Symbol, die können natürlich nicht das YouTube-Logo nehmen. Ist klar. Mein Computer. Oh Gott, Alter, ich schick dich gleich nach Hause, Alter. Ganz ehrlich. Da kannst du weiter schlaumeiern. Du gehst damit bitte niemandem mehr auf die Nerven. Das ist ein Zettel mit einem Auge. Das bedeutet immer sehr, sehr viele gute Sachen, habe ich mir sagen lassen. Aber ich bin kein Experte. Warte mal, war hier nicht irgendwo der Serverraum? Vielleicht können wir ja so eine schlaue Festplatte befragen. Eventuell haben die mehr Plan hier von der Materie. Weil ich meine, was ist das sonst? Haben wir jetzt hier so eine kleine PT-Sequenz. Heißt, wir haben so einen kleinen Schrittmesser. Und je nachdem, wie viel wir gelaufen sind, triggert er irgendwelche paranormalen Events in Hongkong. Heißt übrigens das Spiel, falls sich irgendwer fragt. Willkommen zurück, also... Wenn wir mal mit dem Intro weitermachen dürfen nach 40 Minuten. Willkommen zurück zu Paranormal Hong Kong. Dem Spiel, wo es um das Paranormale geht in Nürnberg, korrekt? Das ist das Männerklo hier, oder? Wer macht hier Ferkeleien, hä? Hallo? Hören Sie bitte auf, da drin über Brüste nachzudenken. Ich sag's Ihnen. Oh,
Sehr gut für Sie. Ist da irgendein Schlüssel, den ich rausholen? Ey, das wäre so Klischee. Ich würde sofort deinstallieren. Du hast dich gerade nochmal gerettet, Spiel. Aber es war haarscharf. Du wolltest es durchziehen. Die Schlüssel in der Toilettenaktion hast du dir gerade mal noch so verkniffen. Okay. Gut. Wir sind jetzt wieder gut miteinander. Nein, das werte ich als Entschuldigung. Ach, können wir das bitte lassen? Ich kann halt nicht mal rennen. Das ist halt doof. Das Spiel hat jetzt gerade irgendwie ein bisschen abgenommen. Im Gegensatz zu mir. Grüß dich. Würden Sie mir die Festplatte rausreichen? Oh. Mann, irgendwer hat sie ausgeräumt. Och nö. Ich kann mein Video nicht fertig schneiden. Aber falls irgendwer noch so eine Oldschool-Filmrolle zum Entwickeln gerade dabei hat, wo ich einmal hier bin. Alright, jetzt wieder zurück. Im Büro passieren da neue Sachen? Fällt da noch irgendwas von der Decke? Immer wieder ein Brüller. Oh, warte mal. Es klingelt. Und diesmal kein Telefon. Ja, ich gucke dich an. Sondern irgendeiner Tür bimmelt. Jaha, ich komme schon. Es ist ein weiter Weg und meine Füße sind auf ominöse Weise erschöpft. Bedanken Sie sich beim Entwickler. Oh, Mann. Oh! Ja, Sie wollten hier auch durch? Ja, ich weiß, das Klopapier. Ich weiß auch nicht, was man damit tut. Keine Ahnung. Ich bin vollkommen überfordert. Fragen Sie mich bitte nicht. Würde mir jemand bitte das Radio wieder umstellen? Es kommt aus meinem Computer. Klar. Klassiker. Nee, so lustig finde ich das eigentlich nicht. Oh, hi. Wenn ich jetzt um die Ecke komme, sind sie weg. Wir wissen das beide. Dann machen wir uns nichts vor. Aber wenn sie zufälligerweise noch eine Filmrolle dabei haben... Nee? Alles klar. Aber können sie mir mal sagen, wie sie das mit der Tür gemacht haben? Ich wäre ihnen herzlich verbunden. Ich lege ein gutes Wort beim Chef für sie ein. Moment mal, was ist da drin? War hier die Toilette? Oh nein. Ich bin im Paradies! Sehr gut. Okay, hier bleibe ich jetzt. Nee, ist mir egal, was da noch kommt. Ich fühle mich wohl. Oh, hier war ein Zettel. Der verfluchte Camcorder. Ein mysteriöser Camcorder in gutem Zustand. Im Secondhand verkauft. Der Käufer ist kurz nach dem Deal verschwunden. Es gibt Gerüchte über diesen Camcorder. Es hieß, er hat seinen einstigen Besitzer aufgenommen, als er gefoltert und ermordet wurde. Jeder Ort, der mit ihm aufgenommen wird, dupliziert sich in einer anderen Dimension. Und jeder, der mit ihm aufgenommen wird, wird in dieser Dimension gefangen sein. Oh no. Ja, zum Glück ist er am Anfang der Geschichte gleich kaputt gegangen. Das ist jetzt auch so ein Zettel, den ich in meinem Büro rumliegen lassen würde. Macht auf jeden Fall Sinn. Gleich klopft's. Horror Games. Ja, mach doch nicht zu, wenn du danach versuchst reinzukommen. Bist du blöd oder so? Weißt du, ich geh erstmal kacken, Alter. Das war bestimmt die Spinne. Das kann nicht anders sein. kleine Klopfstreiche, oder? Ja, wir sind in der zweiten Klasse, Alter. Ich glaub's nicht. Oh Mann, ey. Verfluchte Camcorder. Andere Dimensionen. Auf ewig gefangen. Oh, nö. Jetzt ist der Drucker auch noch betroffen von der künstlerischen Kreativität in diesem Game. Warte mal, sind das ich und Kathy? Fragezeichen? Und warum ist jemand mit dem Traktor über unser Gesicht gefahren? Ey, wir haben die Toilettenpapiersituation da an der Tür immer noch nicht geregelt. Bis jetzt hat mir keiner geholfen. Oh. Leute, ihr habt noch mal eine Chance. Jetzt die Filmrolle. Okay, Chance vorbei. Müsst ihr selber entwickeln. Okay. Oh, ach so. Oh, sehr gut. Ach. Oh, wunderbar. Das ist doch ein Scherz, oder? Von dem Kollegen da. Okay, gut. Nee, in Ordnung. Ich habe sie wahrscheinlich gerade ausgemacht aus Reflex. Er hat sie ausgejumpscared. Wow. Ich weiß, ich kann immer diesem Arzi-Kram nichts abgewinnen. Ich finde das, ja, es sieht cool aus, aber irgendwie ist es halt, dann musst du dieses angucken und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Immer. Ghostface, Alter. Oh! Ich habe immer noch gestreamt? Mist! Lief mein OBS noch?
Sollte ich vielleicht meinen Schlüpfer wieder anziehen? Oh Gott! Oh, meine Güte! Oh krass, Alter, wo habe ich denn das Ding jetzt plötzlich her? Experten würden sagen, Kompass! Oh, Alter. Alles klar, liebe Leute. Ich nehme jetzt so 50 Minuten auf. Die müssten schon ein bisschen über die Hälfte des Games sein. Das ist vielleicht noch ein halbes Stündchen bis Stündchen circa. Ich glaube, es geht insgesamt so 2 Stunden, 2,5 vielleicht. Lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Es hat jetzt ein bisschen abgenommen, muss ich sagen. Es war jetzt hier irgendwie leichte Spielstreckung am Start, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es anders. Der Bosskampf hätte aufregender sein können. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Das Spiel geht jetzt eher so eine Artsy-Richtung, die mir irgendwie nicht so ganz gefällt, wenn ich ehrlich bin. Sehr viele Rätsel, die aber ganz cool waren, tatsächlich. Es sieht immer noch schick aus. Ich bin immer noch gespannt, wie es weitergeht. Story bin ich komplett lost. Das ist mir auch vollkommen egal. Ich bin immer noch der Meinung, irgendwie hier wird ein Spielchen mit mir getrieben oder so. Keine Ahnung. Die Stadt ist so eine Attraktion. Zumindest war das von Anfang an irgendwie so, dass ich das so anfühlte wie, ja, wir sind jetzt hier bei so einem, wie so ein Room Escape in der Stadtprogramm irgendwie, aber jetzt hat es doch ganz andere Züge angenommen mit verfluchten Camcordern und so ein Schissel. Aber wir werden es weitersehen, vielleicht löst sich das auf, eventuell sind es auch bloß random aneinander geklatschte Story-Elemente, die ich nie und nimmer durchblicken werde. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und macht's gut.